Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Glitches-Part mit Sunny. Ja, Freunde, er ist zurück mit 1.1.3, wie es im Titel steht. Aber Warnung, bevor ihr updatet, ihr könnt nicht mehr rumlaufen, weil wahrscheinlich so viel gefixt wurde, dass ihr nichts mehr machen könnt. Na? Das muss zuerst mal irgendwie noch rausgefunden werden, wie man sich danach wieder bewegen kann. Ich habe schon viel probiert, auch selbst, aber es funktioniert leider nicht. Aber falls es nur ums Duplizieren geht und ums Klonen, beispielsweise, ne, Shiny-Eier machen, was auch immer, dann könnt ihr da ganz gerne reinzimmern, denn ihr seht ja, das sind meine Shiny-Eier, das ist eure einzige Bedingung. Ihr braucht ein Shiny-Ei, kann man jetzt auch wieder zuschicken, yes, geil, da ich die, ja, höchste Ding habe hier auf 1.1.3, ihr seht, dass ich keinen Scheiß erzähle. Also, was müsst ihr hier machen? Ihr müsst nach Elysis kommen. Kommt ihr sogar recht easy, eigentlich. Könnt ihr sogar easy freischalten. Sogar noch auf Version 1.1.3, also ab dem dritten Norden, müsst ihr einfach runter hier. Ja. Hier runter müsst euch wieder durchglitschen, bis ihr hier beim Blumenpfad seid. Und dann könnt ihr ganz easy straight hier hin fahren. Und dann, ohne irgendwas anderes gemacht zu haben, könnt ihr dann einfach, ja, hier überall hin, ne? Also auf meiner zweiten Edition werde ich mich nicht upgraden, weil, ich meine, dann kann ich nicht einfach mehr so nach Blitzer kommen. Das wäre dezent scheiße. Aber gut, deswegen seid ihr nicht hier. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist zuerst R klicken, nach rechts schieben. Also zuerst mal natürlich müsst ihr den Stein, ja, mal aktivieren, so, und dann drückt ihr R nach rechts. Ja, das war zu brutal, blöd gesagt, so, ihr dürft nur ein bisschen schieben. Ja, ihr seht, sonst ist komplett Ripperino. So. Ihr habt's gehört, ne? Ihr habt's gehört. Der Stein hat sich verschoben, jetzt könnt ihr einfach irgendwo wieder hin. Sage ich jetzt mal nach Weideburg, wobei es eben jetzt bei diesem Glitch hier nichts ausmacht, denn ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dafür, muss ich ganz ehrlich gestehen, euch kann auch nichts mehr irgendwie, also ihr könnt euch nicht mehr aus Dummheit irgendwo reinlaufen. Das finde ich sehr cool. Und ihr könnt auch euch auch immer noch mit dem Glitch irgendwohin porten, wenn ihr sagt, jo, ich will mich jetzt kurz vor der Liga noch stärken, macht einfach den da. Ja. Glitch immer noch aktiv. Ja. Dann. Ja, wir können das wirklich überall machen. Ich kann mich sogar hier in glitchen, so easy. Und kann nach wie vor alles duplizieren, wie ich das möchte, um das euch zu beweisen. Aber was mache ich jetzt? Habe ich noch Eier von mir? Ja komm, nehm ich jetzt. Geht ja hier nicht. Müsste ich so machen, ne? Aber das funktioniert ja dann nicht. Ja, also wenn ihr das habt, ist sowieso schon Game Over. Wie machen wir das jetzt am besten? Nochmal neu rein.
Ja, wir machen das jetzt einfach so. Gehen jetzt hier rauf, so. Airboxen. Wir nehmen jetzt einfach die hier. Knallen die hier hin. So. Drücken auf Bericht. Gehen gucken. Eier sind hier. Also wie gesagt, easy way to go. Ihr könnt wieder klonen, ihr könnt wieder alles machen, wie ihr wollt. Was ihr auch machen könnt, ist, habe ich hier noch irgendwo Items drauf. Ja, machen wir so einen Kugelblitz vom Pikachu. So. Jetzt muss ich mich aber noch wieder zurückbewegen. So, jetzt Bericht. Dann müsst ihr wieder das Menü aufmachen. Geht wieder hier rüber. Geht jetzt. Hier könnt ihr euch wieder frei bewegen. So, hier Item, Beutel, Bericht. So, jetzt gucken wir mal, haben wir Kugelblitz immer noch drauf? Jetzt bin ich ganz rausgegangen, extra. Ja, immer noch drauf. Also wie gesagt, geht alles noch, halt einfach jetzt ohne bewegen. Also wenn ihr irgendwie Battle Ready Pokémon haben möchtet, die Legit sind, zum Beispiel so wie das da, ne, Schutzschild, Schwerthand, Vollschlag, Gegenschlag, Eisschraub, Psychokinese, Genesung, Donnerblitz, Drachenklau, Erdbeben, Drachentanz, Turbo-Tempo, jo, dann gönnt euch, ich kann mir leider das jetzt nicht mehr einfach so draufklatschen, ich müsste mir jetzt das wieder grinden, True Story, aber gut, außer, ich mach mir die Pokémon einfach direkt über den Bot, das geht auch. Aber jo. Vielen Dank fürs Zugucken. Tödle.